Herr Lauterbach, Sie haben uns eben in einer Pressekonferenz dargelegt, was die ersten gut 100 Tage in Berlin gebracht haben. Ganz glücklich waren Sie nicht. Ich hatte den Eindruck, Sie gehen momentan von einem Scheitern aus, auch wenn es nicht Ihr persönliches Ziel ist. Wie ist Ihre Einschätzung? Meine Einschätzung ist die 30-70, dass die Koalition hält. Also ich würde überwiegend davon ausgehen, dass wir diese Probleme nicht in den Griff bekommen. Wenn ich mich täusche, bin ich da sehr dankbar, aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als wenn also Frau Merkel quasi aus Berlin weggemobbt würde. Die CSU stellt Forderungen, die kaum zu bedienen sind, die sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen sind. Also sie soll eine antieuropäische Lösung der CSU mittragen oder in Europa zu Lösungen kommen, die in die anderen europäischen Länder nicht mitmachen können. Somit also bin ich selbst nicht optimistisch, dass das noch lange gut geht. Sie haben uns auch berichtet über Ihre Erfahrungen mit Straßen NRW, Thema Stunde statt Stelze. Wie ist da die Situation momentan? Also was wir hören, also von Seiten der Bürgerinitiativen, dass jetzt die Planung die ist, dass man statt also eines Tunnels Tunnel plus Stelze also bevorzugen will. Und zwar, dass also auf der A1 eben eine Troglösung, noch nicht mal ein echter Tunnel, kombiniert werden soll mit einer überirdischen also Straßenführung Richtung Dortmund. Diese Lösung ist offenbar notwendig, weil man auf so kurzem Stück eine tatsächliche tiefe Tunnellösung nicht hinbekommt, wegen der entsprechenden Steigungswinkel und der Breite, die notwendig ist. Das ist aus meiner Sicht also der Grund, weshalb der lange Tunnel definitiv noch einmal diskutiert werden muss, weil eine solche Lösung würde überhaupt nichts bringen. Verbindet ja die Nachteile der also anderen Lösungen. Wir haben dann keine Verbesserung der Luftqualität und es ist eine Bausünde, wie man sie in ganz Deutschland nicht kennt. Ich bin der Meinung, wir müssen das Beste fordern, nämlich eine lange Tunnellösung. Das ist auch das, was sinnvoll wäre. Fordern, man muss ja immer einen haben, an dem man die Forderung stellen kann. Mit Herrn Laschet sind Sie jetzt nicht mehr ganz so einig, habe ich eben den Eindruck gehabt. Ich bin bei dem Versuch, einen Termin zu bekommen. Ich bin überrascht gewesen. Zuerst waren die Verhandlungen mit Laschet ja sehr gut. Er wollte den langen Tunnel prüfen. Das hatte er mir zugesagt. Das sollte eigentlich auch schon im Koalitionsvertrag stehen. Jetzt bemühe ich mich schon seit Monaten, einen Termin zu bekommen. Also Herr Laschet ist plötzlich nicht mehr so leicht für diese Frage erwärmbar oder zu erreichen, wie das vorher der Fall gewesen ist. Also ich bestehe auf den Termin, ich werde mit Bürgerinitiativen diesen Termin wahrnehmen und dann werde ich Ihnen sicherlich über den Verlauf hier wieder berichten können. Der Bau von Autobahnen unter oder über der Erde ist ja kein Selbstzweck. Sie haben alle was mit irgendwas mit Luftreinhalte zu tun. Gestern kam wieder große Diskussion des Luftreinhalteplans auf. Wie ist Ihre Einstellung dazu? Also der Luftreinhalteplan enthält gute und nicht so gute Elemente. Was gut ist, dass das Tempolimit auf der A3 diskutiert wird. Ich bin aber für ein permanentes Tempolimit. Also die Stadt soll geschont werden, so gut wie es geht. Da muss man also nicht eine Lösung verfolgen, die immer so viel, sei ja mal, Abgas in die Stadt zulässt, wie die Stadt gerade vertragen kann. Also nicht am Maximum operieren, sondern es muss auch Phasen geben, wo die Luft besonders gut ist. Und darüber hinaus ist es auch so, nach wie vor wird nicht an den Stellen gemessen, wo, sage ich, sinnvoll ist. Also wo die Kinder zur Schule gehen, wo alte Menschen leben, deren Gesundheit gefährdet ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, also dass wir also tatsächlich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir messen, wo es besonders relevant ist und dass wir das Beste für die Stadt fordern, auch wenn das die teuerste Lösung ist. Vielen Dank.